Energiepolitik Österreichs, ein wichtiges Thema, über das es sich zu diskutieren lohnt. Unter dem Titel Green Dreams oder Black Future hat man sich beim Dienstag in der Zentrale der Steirischen Volkspartei genauer mit der aktuellen Situation auseinandergesetzt. Sieht es für die Zukunft im Umweltbereich des Landes wirklich schwarz aus? Die Zukunft der Energiepolitik sollte eigentlich wegkommen von diesen fossilen Energieträgern. Man müsste eigentlich zu einem umweltverträglichen Energiethema kommen. Das heißt, man sollte sich eigentlich hier wirklich mit Clean Energy auseinandersetzen. Die Industrie ist an und für sich nach wie vor der größte Energieverbraucher, natürlich auch in Summe der größere Umweltverschmutzer wie der gesamte Straßenverkehr. Man muss eine Balance schaffen im sogenannten Trilemma der Energiepolitik. Das heißt, man hat drei sich widersprechende Kräfte. Das eine ist die Nachhaltigkeit, dann haben sie die Wirtschaftlichkeit und die Energiesicherheit. Man muss diese drei Kräfte miteinander in Balance bringen. Da geht es darum, wie wettbewerbsfähig ist ein Staat, wie wettbewerbsfähig ist eine Volkswirtschaft. Und wie wir heute gehört haben, haben wir hier noch einige wesentliche Zukunftsfragen zu klären. Ein zentraler Schwerpunkt der Podiumsdiskussion: die Energieunabhängigkeit Österreichs. Die Meinungen der Experten gehen dabei auseinander. Ich glaube eher, dass eine Sicherheit im europäischen Verbund dahingehend besteht, dass man sich nicht unabhängig macht, dass man sich austauschen kann. Österreich ist sicherlich ein Land, wo man fast keine Abhängigkeit zum Thema Energie hat. Wir sind aber dennoch abhängig von Versorgungen, sei es mit Gas oder sei es mit Kohle. Vor allem der ständig steigende Energiebedarf des Landes stellt eine immer ernster werdende Problematik dar. Dieser entgegenzuwirken hat laut Experten oberste Priorität. Österreich steht sicherlich wie jedes Land vor der Herausforderung, dass man eigentlich immer mehr Energie verbraucht. Dieser Energieverbrauch muss in Einklang mit der Umwelt passieren und es sollte letztlich auch noch leistbar sein. Das heißt, solange es nicht zu einem großen Wirtschaftswachstumsschub kommt, solange wir stagnieren, brauchen wir uns über ausufernden Verbrauch eigentlich keine Sorgen machen. Und die Maßnahmen, die wir aber sowieso setzen müssen als Österreicher und Europäer, sind Maßnahmen zur Energieeffizienz und zum Energiesparen. Wir müssen ganz einfach, um schlussendlich eine Nachhaltigkeit der Energieversorgung erreichen zu können, viel weniger verbrauchen bei gleichzeitiger Beibehaltung des Lebensstandards. Man ist sich einig. Ökosoziales Denken und Handeln sind die Grundlage für eine zukunftsfähige und nachhaltige Entwicklung. Kein leichter Weg. Man ist jedoch zuversichtlich, alles Nötige dafür zu tun, um dies zu gewährleisten.